Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier aus unserem Desert Park. Und ich finde, beim letzten Mal haben wir wirklich schon sehr gute Arbeit geleistet hier. Es sieht schon viel mehr nach Wüste und Wüstenpark aus. Also das haben wir wirklich sehr gut hinbekommen, denke ich. Ja, ich mache mal eben hier vorne den Sand, weil ich möchte wirklich versuchen, so viel Sand wie möglich hier noch rauszukriegen, damit das Ganze nicht so grün wirkt. Aber zum Beispiel hier können wir es nicht machen wegen der Strecke. Die Strecke ist natürlich allgemein eine große Herausforderung. Viele haben auch gesagt, ich soll die eher am Rand entlang legen. Aber ich finde das eigentlich ziemlich cool, dass die so am Fluss entlang fließt, weil der Fluss ist natürlich für die Dinosaurier total die Anlaufstelle. Und umso besser kann man die dann beobachten, wenn man dann zum Beispiel hier lang fährt. Und auf der anderen Seite sieht man dann hier die Uranus und ein Stegimoloch. Und apropos Stegimoloch, die haben natürlich auch wieder wunderschöne Namensvorschläge von euch bekommen. Ich würde sagen, die gehen wir jetzt einfach mal direkt durch. Da haben wir hier zum einen als erstes Cookie. Wir schalten die am besten mal so durch, weil ich weiß gerade nicht, wo die sind. Ah, das war der falsche. Ich wollte ihn anklicken. Dann haben wir als erstes Cookie. Dann haben wir als zweites. Wo ist er? Da haben wir als zweites Hamilton. Auch ein schöner Name. Als drittes. Oh, hier im Wasser. Sind sogar mehrere. Oh, die Kamera, die spinnt hier aber rum. Haben wir Hopsy. Auch ein schöner Name. Daneben haben wir Kleiner Hammer. Und zu guter Letzt, das mache ich mal so, weil die Kamera ist hier gerade ganz, ganz schlimm. Der letzte ist Nussknacker. Auch hier spackt die Kamera ab. Das können wir jetzt gerade nicht ändern. Die schleichen ja auch gerade durch den Fluss. Also ihr seht schon, der Fluss ist wirklich ein Magnet für diese kleinen Lebewesen und Bewohner. Und auch großen Lebewesen, logischerweise. Die Stegimolos sind zwar ein bisschen kleiner, aber wir haben natürlich hier auch große Bewohner. Und ja, das hier ist ja eine ganz schöne Insel schon. Und ich würde sagen, wir gestalten jetzt erstmal hier den Rand ein bisschen weiter. Und fangen vielleicht heute mit der Oase an. Das wäre, glaube ich, so der Plan für heute. So, am Rand entlang werde ich auf jeden Fall erstmal nochmal wieder mit dem Pinseltool so ein bisschen das Ganze ausfransen. Damit es nicht so, ihr wisst, was ich meine, ne? Damit das nicht so künstlich aussieht. Weil wenn wir das hier nicht machen würden, dann würde das natürlich so aussehen, als wenn das alles gerade an der Strecke sozusagen endet. Also da kann auch ruhig mal ein Stück bisschen weiter in den Sand gehen. Ich will zwar vermeiden, so viel grün zu machen, aber wenn wir das nicht machen würden, hätten wir halt diese hässlichen Ränder. Viele haben auch gesagt, oder einige haben gesagt, dass sie das gar nicht stört, dass da solche Ränder sind, aber ich muss wirklich sagen, dass mich das ungemein stört. Also ich finde, das ist ein ganz großer Minuspunkt bei den Terrain-Tools, dass überall so ein Rand entsteht. Ganz, ganz schlimm. Zweiter Minuspunkt ist natürlich, dass die Textur total schrecklich ist von den Tools. Also muss man einfach mal sagen. Wenn man sich den Sand hier genauer anguckt, der ist auch total matschig, leider. Das hätte man auch, denke ich mal, besser lösen können. In einer schöneren Textur. Weil programmiertechnisch sollte das ja eigentlich nicht viel mehr Aufwand sein, ne? Man müsste nur eine vernünftige Textur einfügen. Aber gut, ich kenne mich mit sowas nicht aus. Vielleicht sollte ich mich da ein bisschen zurückhalten. Ist wahrscheinlich alles schwieriger, als ich es mir vorstelle. Aber ich bin immer ein Spieler, ich habe dafür bezahlt, also kann ich auch Kritik äußern, ne? Und ich denke mal, dass die Kritik ist auch mehr als angebracht. Also so eine Textur bei einem 2019 oder 2018, das ist, glaube ich, rausgekommen, Game, ist schon ziemlich doof. Vor allem sind ja alle anderen Texturen super scharf und hochauflösend. Deswegen verstehe ich nicht, warum ausgerechnet bei den neuen Terrain-Tools die Texturen so schlecht teilweise sind. Ich kann mir höchstens vorstellen, dass es den Hintergrund hat, dass die Performance nicht so sehr darunter leidet von den Parks. Weil das hat man teilweise jetzt schon, wenn man richtig komplizierte Parks hat mit vielen Wegen und so, gerade so Wegflächen und sowas, dann gehen die FPS schon mal echt in den Keller. Und wenn man da nicht einen mega High-End-Gaming-Rechner hat, dann kann das, glaube ich, echt problematisch werden. Ich glaube so, das wird vermutlich so der Hauptgrund gewesen sein, warum die Textur so matschig ist. Anders kann ich mir das eigentlich nicht erklären. So, das ist doch schon mal ganz gut. Das Wasser werde ich jetzt definitiv hier noch an den Rand der Strecke bringen. Ihr seht schon, ne? Malen jetzt einmal hier nach. Das passt schon. Und dann gehen wir auf dieser Seite nochmal lang, entfernen das Wasser da. Bin gleich sehr gespannt auf die Oase, auf die Gestaltung da. Kann, denke ich mal, sehr cool werden. So, das sieht doch schon mal gut aus. Und, ja. Ich sollte den Fluss hier nicht ganz so dick werden lassen. Also ja, schon ruhig noch etwas schmaler bleiben. Hier vorne kann er meinetwegen dann wieder in die Breite gehen. So, das ist doch schon ziemlich, ziemlich gut.
es geht auf jeden Fall voran. Und wir müssen natürlich jetzt hier noch viel mit Palmen arbeiten und ja, auch diesen Gras und sowas. Also das ist ganz, ganz viel, müssen wir damit arbeiten, dass die Übergänge schön werden. Das ist super wichtig. Aber hier am Fluss soll es ja auch schön grün sein, ne? Das habt ihr auch geschrieben, dass ihr das gerne so hättet. Und geht halt auch nicht anders, ne? Weil hier halt die Strecke lang läuft. Aber ich finde die Lösung mit der Strecke eigentlich ziemlich gut. Haben wir noch ein paar Bücher. Wunderbar. Echt gespannt, wie das Gesamtbild am Ende sein wird, ob ich damit zufrieden bin. Weil, ja, viele Sachen stören mich halt, ne? Aber eigentlich habe ich am meisten, ja, Angst davor, dass es am Ende dann zu grün sein wird, alles. Weil hier bei der Oase werde ich sowieso viel grün machen. Ich zeichne jetzt erstmal hier ganz stumpf die Strecke entlang. Das Stück mache ich später, da überlege ich mir was. Aber ansonsten ist das ja schon ziemlich gut. Hier werden wir viel mit Palmen und so noch arbeiten. An der Oase will ich auch auf jeden Fall noch Futterspender machen und wir müssen noch viel mehr Dünen und sowas machen, damit das Ganze cooler aussieht. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal mit dem an. Ich würde ja auch gerne hier nochmal so einen großen Baum reinmachen, ne? Wie ist denn das, wenn man den ins Wasser platziert? Boah, das ist eigentlich ziemlich cool, ne? Wenn wir den so in der Mitte des Wassers platzieren. Aber soll der im Wasser sein oder machen wir eine kleine Insel in die Mitte? Das wäre natürlich auch eine Maßnahme. Sozusagen. Ja, was heißt klein? Jetzt war jetzt ein bisschen groß. Sollte ich vielleicht ein kleineres Tool nehmen. Aber ich will die dann, wenn schon, relativ mittig haben, die Insel. Machen wir mal erstmal so ganz klein. Ist gar nicht mal so klein, aber das passt, denke ich. Jetzt die Frage: Platzieren wir den Baum auf grün oder machen wir das? Nein, ich kann das ruhig da grün werden, ne, auf der Insel. Ich meine, wenn nicht da, wo dann? Dann muss das ja schon fast grün werden. Uff. Sieht schon irgendwie komisch aus, ne? Ich glaube, so ein bisschen Sandoptik sollten wir schon beibehalten. Das ist vermutlich nicht verkehrt. Dann gucken wir mal, dass wir den gut platziert kriegen. Machen wir mal einfach so. Dann haben wir hier den zweiten großen Baum. Haben wir ja da vorne auch schon so gemacht. Aber das ist so unsere richtige Oase. Da vorne ist ja nur so eine kleine Insel sozusagen. So, als nächstes zeichnen wir auch hier so ein bisschen Grünfläche. Also hier bei der Oase müssen wir richtig viel Grün eigentlich machen. Ja, hier kann ruhig alles unter schön begrast werden. Mache hier erstmal allgemein richtig schön viel Gras. Von oben sieht der Sand echt immer komisch aus, ne? Ich weiß nicht, was da los ist. Aber jetzt geht's. Das sieht schon gar nicht so schlecht aus. So, hier müssen wir dann natürlich wieder viel mit unseren Palmen arbeiten. So, ja, die Futterspender wären natürlich auch nochmal sehr, sehr wichtig, wo wir die unterbringen. Das weiß ich noch nicht genau. Ich werde hier definitiv einen Fischfutterspender unterbringen. Aber der wird, glaube ich, das geringste Problem werden. Den können wir, glaube ich, als letztes platzieren. Erstmal ist wichtig, wie wir die anderen Futterspender machen. Ja, unterm Baum geht, glaube ich, nicht, ne? Könnte man jetzt, wenn man hier die Insel noch ein bisschen erweitern würde, würde das dann gehen? Das ist mal eine gute Frage. Jetzt zum Beispiel so mache, könnte ich dann so halb unter dem Baum noch einen Futterspender unterbringen? Ich muss mega weit weggehen. Das ist halt auch doof gemacht, das verstehe ich nicht. Der Baum ist ja wirklich so gemacht, als wenn das ein Unterschlupf sein soll. Ich weiß jetzt nicht, woran das liegt. Würde das gehen, wenn ich den Baum noch anheben würde ein bisschen? Würde das dann funktionieren? Dann würde ich den nämlich noch ein bisschen anheben. Weil dann können wir zumindest den Futterspender so ein bisschen da unten drunter machen. Das wäre ja schon ganz cool. So. Weil den Baum, den feiere ich mega. Der ist richtig cool gemacht. Den kann man auch gut benutzen. Oh, jetzt würde es gehen. Okay. Lag es wirklich an der Höhe. Das ist nice. Das heißt, wir können hier so einen Futterspender schon mal machen. Dann machen wir jetzt auch noch mal ein bisschen Rasen. So ein bisschen zumindest drum. Wenn es denn klappt. Das klappt natürlich. Guck mal, nicht mal das hier klappt im Nachhinein. Das ist halt doof. Ich kann nicht mal jetzt hier die Lücken dazwischen schließen. Ich weiß, das ist jetzt pingelig, aber das gefällt mir nicht, wenn das da so mega
extrem, ja, der Übergang so extrem ist. Man muss das halt immer im Voraus machen, mit dem darunter zeichnen. Halt doof. So, guck mal, so ist das schon ein bisschen besser, der Übergang. Das gefällt mir. Vielleicht können wir auf der anderen Seite den nächsten Futterspender machen, weil bei dieser Oase will ich rein theoretisch jeden einzelnen Futterspender, der im Spiel vorhanden ist, unterbringen. Also Pflanze, Fleisch, große Pflanze und so weiter und so fort. Ich habe jetzt hier auch gar nicht Paleo gemacht. Hätte ich eigentlich machen können, ne? Obwohl, ist egal. Lassen wir so. Ich glaube, auf dieser Seite mache ich erstmal einen Fleischfutterspender. Dann dürfen wir natürlich wieder nicht vergessen, vorher anzugrünen. Sonst wird das nichts. Machen wir hier einen Fleischfutterspender hin. Wunderbar. Ist doch super. Pflanze, Fleisch. Gefällt mir. Jetzt fehlt nur noch großer Pflanzenfresser-Futterspender. Aber den finde ich sogar am besten, weil der schon halb so wie so ein Baum aussieht, ne? Schon fast so wie so ein ganzer Baum aus. Wäre schon nicht verkehrt. Ich versuche ja auch noch ein bisschen grüner das Ganze zu gestalten, glaube ich. Ja, das sieht auch schon besser aus. Ja, cool. So habe ich es mir vorgestellt, dass es so ein bisschen grünlicher ist. Ist ja auch eine fruchtbare Oase, deswegen ist es auf jeden Fall nicht verkehrt. Zwei Futterspender haben wir noch vor uns. Ich weiß jetzt nicht, wo ich den hier mache. Oh, den könnte ich sogar hier unter machen, ehrlich. Sehr cool. Mache ich doch direkt. Dann ist der zwar so ein bisschen da in dem Baum, aber dann sieht das fast so aus, als wenn die Pflanzen, großen Pflanzenfresser dann aus dem Baum fressen. Finde ich gar nicht so schlecht. Die Metallstange ist dann zwar ein bisschen störend hier, aber finde ich cool. Sehen, ob es dann echt so aussieht, als wenn so ein Brachio dann von der Baumkrone ist. Das wäre ja richtig cool. Würde ich feiern. So, machen wir hier mal noch ein bisschen grün. Das Ganze. Sehr schön. Und jetzt müssen wir auf jeden Fall noch viele, viele Palmen unterbringen. Ich hoffe als erstes mal, dass ich hier noch ein paar Palmen so hinkriege mit diesem Baumtool. Das wäre toll. Also, kurzer Zwischenstand. So ein paar Palmen habe ich hier schon geschafft. Also hier habe ich welche. Hier vorne habe ich ein paar kleine. Hier habe ich eine einzelne Palme. Da vorne habe ich eine kleine, aber das ist wirklich so random und das ist so viel Arbeit. Wir können ja mal versuchen, eine Palme gemeinsam irgendwie rauszukriegen. Aber das ist echt schwierig. Also das werdet ihr jetzt mal sehen. Kann auch sein, dass das nichts wird. Muss halt echt Glück haben. Man muss so ein bisschen Bäume zeichnen. Da, guck mal, jetzt wäre hier zum Beispiel in der Mitte eine Palme. Und jetzt muss ich versuchen, rechts und links, ganz vorsichtig. Ah, seht ihr, ist leider verschwunden. Ganz vorsichtig die Bäume wegzumachen. Jetzt versuche ich es nochmal. Manchmal geht es halt auch einfach nicht, ne? Jetzt haben wir nämlich wieder das gleiche Problem. Wir haben jetzt hier den Baum und die Palme. Ich meine, wir könnten den Baum auch lassen, rein theoretisch. Aber ich will versuchen, hier echt fast nur Palmen zu zeichnen. Und das haben wir jetzt geschafft. Also so macht man das mit den Palmen. Ist sehr, sehr schwierig. Aber ich finde, der Aufwand lohnt sich. Dann haben wir später wenigstens ein bisschen Variation drin, was Palmen angeht. Also es sieht jetzt schon richtig, richtig cool aus. Und wir haben noch nicht mal die Dreierpalmen hier benutzt, diese kleinen. Also die können wir natürlich auch noch dazu machen. Was ja das Ganze auch nochmal echt verschönern wird. Machen wir hier noch welche dazu. Müssen halt auch aufpassen, dass wir die nicht zu dicht an die anderen dran machen, weil es kann sonst da passieren, dass die anderen leider verschwinden. Aber ich finde, das sieht schon sehr oasig hier aus. Wenn wir draußen rum noch so ein bisschen mehr Dünen und so machen, kann ich mir das schon sehr, sehr gut vorstellen. Also ist schon nicht schlecht. Ich glaube, ich mache hier noch ein paar ganz dicke Palmen hin. Hier so ins Wasser nochmal. Hier vorne kann nochmal eine hin. Und dann ist das schon nicht schlecht. Könnte vermutlich sogar später noch mehr werden. Und wir machen auch noch hier gleich auf jeden Fall ein bisschen mehr Grün hin. Aber es fehlt auch noch ein Futterspender. Nämlich der Fischfutterspender. Den mache ich, glaube ich, hier hinten hin. Da in die Ecke. Dann fährt man hier rum mit der Tour. Da kommt auch gerade die Tour. Und wenn man dann hier ist, kann man dann eventuell ein Spinosaurid beim Futtern beobachten. Das wäre ganz cool. So, wir zeichnen jetzt hier nochmal ein bisschen die grünen Übergänge. Und jetzt brauchen wir nochmal richtig viel Rasen so. Also Gras. Weil ich das Ganze hier außenrum am Rand noch ein bisschen grüner gestalten will, auf jeden Fall. So. Sehr, sehr schön. Kann hier wirklich ruhig schön grün alles sein. Da habe ich gar kein Problem mit.
hier, die Palme hätte ich natürlich. Das eine, die man wegmachen kann, ja. Muss ich erst einmal zeichnen und dann die Palme nochmal platzieren. Problem kennt ihr ja schon. So. Wunderbar. Das ist unsere Oase bis jetzt. Sieht schon sehr cool aus. Hier diesen Übergang, den müssen wir natürlich auch noch ein bisschen mit Palmen bestücken. Aber ansonsten ist das schon nice. Wir müssen nur jetzt halt gucken, dass wir irgendwie den Sand hier allgemein noch ein bisschen spannender gestalten. Aber ich glaube, das machen wir erst in der nächsten Folge. Ich werde jetzt mich erstmal hier um diesen ganzen Weg kümmern. Und in der nächsten Folge werden wir uns dann ein bisschen mit den Dünen beschäftigen und den Sand auf jeden Fall cooler aussehen lassen. Ich glaube, da können wir noch echt viel rausholen, wenn wir da mit dem Bergtool so ein bisschen arbeiten. So, sehr, sehr gut. Auch hier werde ich jetzt nochmal kurz versuchen, bevor ich jetzt die anderen Palmen platziere, nochmal so ein paar Palmen rauszuholen. Können wir mal eben hier gemeinsam versuchen, ob wir hier die kleine Palme behalten können. Oder nicht? Ne, no chance. So, hier habe ich einen sehr interessanten Baum bekommen, muss ich sagen. Also so ein Baum und dann ganz viele Palmen da drin. Also den lasse ich auf jeden Fall, weil so viele Palmen werde ich hier nicht verschwenden. Hier vorne hatte ich auch ein bisschen Glück mit den Palmen. Ist auch sehr, sehr cool. Aber das ist halt, wie gesagt, leider sehr, sehr random. Das kann ich halt nicht beeinflussen. Ich kann nur versuchen, so viel wie es geht an Palmen und sowas rauszuholen. Mir geht leider nicht. So. Hier werden wir das Ganze auch nochmal versuchen, so ein bisschen Palmen rauszuholen. Das könnte sogar klappen, ja. Könnte sogar sehr gut klappen, ja. Schauen wir mal. Ah, Palme ist weg. Baum bleibt. Ich will halt wirklich gar nicht so viele Bäume machen. Ich meine, wenn da mal ein Baum zwischen ist, ist es an sich auch nicht so schlimm. Aber das würde ich nur machen, wenn es sich wirklich lohnt. Da haben wir ein paar Palmen rausbekommen. Das macht halt schon echt viel aus. Ich meine, dieses Palmen-Model ist jetzt das gleiche, aber wir haben immerhin hier diese zwei kleinen Palmen dazu bekommen. Das ist schon mal nicht schlecht. Nimm alles mit, was ich kriegen kann an Palmen. So, hier die könnten wir nochmal versuchen. Ne, no chance. Ja, ihr seht schon, ne? Das ist wirklich Trial and Error. Aber was man nicht alles tut, ne? Damit man hier ein paar mehr Deko-Elemente hat. Komm schon, nur den Baum. Ah, sehr gut. Aber das ist natürlich leider das Model, was wir sowieso zeichnen können. Oder? Ist das genau das gleiche? Ich glaube schon, ne? Ja. Schade, schade. Da waren wir ein bisschen unlucky, dass wir genau das rauskriegen. Aber das reicht hier schon fast an Palmen. Können wir mal hier so eine große Palme hinmachen. Allgemein hier auf dieser Höhe sollten wir nochmal probieren, ein paar Palmen zu kriegen. So Felsen oder Steine will ich jetzt, glaube ich, nicht machen. Ist sehr, sehr schade, dass man nicht so, hier mache ich nochmal ein bisschen grün teilweise am Rand, dass man keine Wüstensteine hat. Finde ich sehr, sehr schade. So helle, das wäre cool. Würde ich richtig feiern. So, das sieht doch schon echt cool aus. Jetzt müssen wir mal eben gucken, wie wir das nachher hier vorne regeln. Ja, hier ist natürlich schwierig, ne? Ich will natürlich diesen Übergang so gut wie es geht auch hier bedecken. Aber das wird, glaube ich, könnten wir was anderes ausprobieren. Ich mache mal so. Zeichne das mal dicker in diesen Schlamm oder Matsch, was es ist. Und dann versuchen wir mal das Ganze als Übergang zum Sand. Wie das dann aussieht. Das wäre auch machbar, ne? Auch gar nicht so schlecht. Also ich finde es jetzt echt gar nicht so schlecht. Wenn wir dann hier nochmal den ein oder anderen Busch dazwischen machen. Also ein bisschen Gras. Aber auch nicht zu viel. Am besten wäre das hier gewesen, glaube ich. Das entferne ich nochmal. Das ist nämlich ein bisschen zu grün. Guck mal, das geht doch voll klar, oder? Dann hat man hier so einen kleinen Dirtweg. Denke ich mal, als Übergang ist das mega gut. Besser, als wenn wir jetzt hier wieder alles mit Rasen und so umranden und sowas. Das muss ja nicht sein. Hier am Rand werden wir natürlich alles dann mit Gras wieder machen und werden so ein bisschen Wald, denke ich, machen. Also ich finde, wir haben schon diese Flussoptik und Oasenoptik recht gut hinbekommen jetzt. Ja gut, hier den Bereich werde ich ja später noch entfernen. Aber das machen wir dann alles später. Also ich finde, wir haben das echt schon sehr, sehr gut hinbekommen, diese Folge. Bin ich schon sehr zufrieden mit. Hier sieht man sogar gerade die Tour. Da können wir leider gerade nicht rein
springen, oder? Doch. Da sind wir in der Tour. Dann sehen wir verrückte Leute, die dann schon auf die Oase gucken. Sieht doch schon sehr, sehr schön aus, die Oase. Rechts haben wir dann noch Wüste. Ja, ist gut geworden. Ich find's cool. Vielleicht können wir hier unter nochmal einen Stein oder so machen. Ich weiß nicht, ob das cool aussieht. Die sind so groß, ne? Sieht das aus, wenn wir hier Steine im Wasser haben? Sieht gar nicht so schlecht aus, ne? Wenn wir diese kleinen, flachen Steine nehmen, den nochmal ein bisschen drehen. Wir dürfen nur nicht übertreiben mit Stein. Einen oder anderen Stein kann man da aber schon mal reinmachen, finde ich. So reicht das schon fast. Ja, ich finde, die zwei Steine sind jetzt nicht verkehrt. Also ich finde, wir haben gut was geschafft. Und ich würde sagen, jetzt lassen wir noch ein paar Dinosaurier frei. Und zum Abschluss dieser Folge lassen wir natürlich wieder Dinosaurier frei. Und wir lassen jetzt unsere ersten Spinosauriden frei. Und es ist ein Dinosaurier, den ich wirklich selten mache, der aber richtig cool ist. Ich meine, es stehen ja nicht viele zur Auswahl bei den Spinosauriden. Aber wir machen heute zweimal den Spinoraptor. Das ist ein Hybrid. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich ihn so selten mache, weil ich immer eigentlich die Dinosaurier bevorzuge, die wirklich damals in der Natur vorgekommen sind. Aber wir lassen den einmal heute mit dem Tundra-Muster frei und einmal mit dem Steppenmuster. Und ich würde sagen, wir schnacken eigentlich lange und lassen ihn mal frei. Schauen uns mal den Skin an. Ja, der Spinoraptor ist wirklich mega cool. Die Klauen, die Zähne, die Augen, der Blick, also das ist wirklich ein Killer. Dem will man nicht begegnen. Noch 100-mal schlimmer als der Velociraptor. Von der Optik. Und der Skin ist auch sehr, sehr passend, finde ich. Der ist so ein bisschen, ja, beige-gelb unten am Bauch. Also sehr passend zur Wüste. Und oben so ein bisschen grünlich und mit so ein bisschen rot. Finde ich sehr, sehr cool. Also ich finde, der passt hier sehr gut rein in die Wüste. Toller Skin. Und falls ihr dieser Spinoraptor sein wollt oder dem Spinoraptor einen Namen geben wollt, dann müsst ihr einmal einen schönen Namensvorschlag unten in die Kommentare schreiben. Und mit etwas Glück verewigt ihr euch dann hier in meinem Park. Würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. Aber wir lassen dann noch einen zweiten frei mit dem Steppenmuster. Schauen wir uns den auch mal eben an. Oh ja. Auch richtig cool, der Skin. Finde ich sogar noch ein bisschen cooler, muss ich sagen. Oh, das sind beide sehr cool. Also der ist so ein bisschen rötlicher noch. Aber hat auch dieses gelb-beige. Also sehr, sehr passend hier für die Wüste. Der Spinoraptor ist echt cool. Den muss ich echt häufiger in meinen Parks machen. Also der ist echt sehr, sehr nice. Vielleicht lasse ich auch noch einen dritten davon frei. Aber ich glaube, zwei ist erstmal eine sehr gute Anzahl. Und natürlich könnt ihr auch hier für den Bruder oder die Schwester einen schönen Namensvorschlag unten in die Kommentare schreiben. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und ich würde sagen, damit verabschiede ich mich jetzt für heute. Also es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Falls euch die Folge gefallen hat oder das Projekt gefällt, würde ich mich selber ein Like freuen. Falls ihr Ideen und Verbesserungsvorschläge habt, gerne unten in die Kommentare. Damit verabschiede ich mich. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.